Willkommen zu einem Angezockt auf meinem Kanal. Wir schauen uns das Spiel Song of Horror. One Shot können wir spielen. Herzlichen Dank in dem Sinne an die Entwickler von Protocol Games und Publisher Razer Games, die mir einen Key zukommen haben. Zukommen haben lassen. Ihr versteht schon, was ich meine. Jedenfalls herzlichen Dank natürlich. In erster Linie kann ich jetzt eine Episode spielen, um das mal anzuschauen. Wenn ich dann später noch Interesse hätte, würden sie mir noch mehr zukommen lassen. Und ich habe einen Key für das gesamte Spiel schon bekommen. Das kann ich aber noch nicht. Aber jetzt mal Horrorspiel auf ein neues. Und ich habe gerade gesehen, ich habe den Einstellung ein bisschen gespielt. Ich hoffe, mit der Lautstärke geht es dann in Game. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Ticken lauter, wenn es schon schreckhaft sein soll, muss man doch auch ein bisschen was hören. Der Schwierigkeitsgrad ist noch interessant, ne? Dass da Mr. James nur die Geschichte bitte und der Edgar die unverfälschte Spielerfahrung und H.P. Lovecraft. Ich suche eine Herausforderung, ich will maximalen Horror erleben. Das heißt dann für uns, keine Schonzeit, keine Gnade, die Präsenz wird dir von Anfang an ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und du wirst den größten Gefahren ausgesetzt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich schon wollen, denn ich möchte gerne mich so ein bisschen im Spiel umsehen. Wenn wir jetzt so das für Angsthasen wie mich nehmen würden, James ist das einfachste Level, du erlebst weniger Schreckmomente und paranormale Erlebnisse und die Gefahren, auf die du stößt, sind leichter zu überwinden. Das ist doch nicht lustig. Alan Poe entspricht genau dem, wie Song of Horror ursprünglich gedacht war, eine ausgewogene Handlung für eine normale Spielerfahrung. Ich glaube, ach komm, wir nehmen das Hartgesottene. Es soll ja in dem Spiel so sein, dass wir mehrere Charaktere spielen können. Also stirbt unser Charakter, können wir mit einen weiteren, der dann auch seine Sicht dieser Geschichte erzählen wird, einsteigen. Also der Charakter stirbt, mit dem werden wir nicht mehr spielen können, aber dann kommt ein neuer ins Spiel, der dann eben seine Sicht der Dinge uns mitteilt. Vielleicht ist das Sterben gar nicht mal so schlecht, werden wir sicher. Los geht's, genug gequatscht. Ich habe nicht gespoilert, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Von daher lassen wir uns überraschen, ne? 3 Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Husher-Villa gegangen ist. Seither niemand was. Untersuche die Objekte um dich herum, dadurch kannst du, und so schnell kann ich echt nicht vorlesen. Sophie von Dennett, Alter 40, Lichtquelle Kerze. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat es immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand, etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. Und dann hat sie auch gewisse Stärken, eine Geschwindigkeit, Unscheinbarkeit, Stärke, Gelassenheit. Duftkerzen. Wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Ah, wir können jetzt hier auswählen, mit wem wir starten wollen. Etienne. Etienne ist ein selbstbewusster Selfmade-Mann, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing und ist damit Daniels direkter Vorgesetzter. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufburschen geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gerne über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Okay. Alexander und seine Frau Marsha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian. Eine ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um die Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zog Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einer geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End-Haus-Sicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Und da sind wir wieder bei der Sophie und ich glaube, wir nehmen einfach sie. Ich muss das jetzt hier wahrscheinlich auswählen. Ich lese es gar nicht vor. Ich glaube, ich werde eh nicht hinterherkommen mit dem Satz. Wahrscheinlich hätte es jetzt gereicht.
Aber das wird jetzt so sein, wie ich vorhin erklärt habe, dass mit diesen Charakteren das gespielt wird. Je nach Todesfälle, die wir da haben. Die Hinweise, die du benötigst, in der Regel in greifbarer Nähe. Okay. Die Häuservilla ist ein großes Kolonialhaus aus dem 19. Jahrhundert und gehört Sebastian, einem renommierten Professor und Autor von historischen Romanen. Charaktere mit hoher Unscheinbarkeit erregen weniger Aufmerksamkeit, was bedeutet. Okay. Los geht's. Gott. 28. September 1998. Ich glaube, ich möchte es nicht spielen. Kann ich jetzt schon? Ich kann die Kerze bewegen. Juhu! Ja, das machen wir. Okay, komm. Kann ich denn hier irgendwie... Nein, ich kann nur gegen mich selbst laufen. Wir bleiben mal ein bisschen draußen, ne? Mal gucken hier, vielleicht gibt es noch einen Ausgang. E. Sie klemmt. Wahrscheinlich wurde sie seit Jahren nicht geöffnet. Okay. Kann ich rennen? Ich kann tatsächlich rennen. Also müssen wir uns hier sehr genau umsehen und Hinweise sammeln. Eine Zeitung, die im Regen lag. Ich kann kaum ein Wort mehr lesen. Lass das Kärtchen an. Hascher Villa. Okay. The door was open. Ist irgendjemand im Haus? Ja klar, hallo? Das ist so das, was ich auch machen würde. Ich hasse das in Horrorfilmen. Wenn man eh schon Schiss hat und weiß, irgendwo versteckt sich jemand, dann schreien die noch rum. Hallo? Würde ich auch tun, natürlich. Bücher im Foyer? Ich beschwere mich nicht. Diese Uhr stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende. Sehr schön, auch wenn die Uhrzeit nicht richtig eingestellt ist. Wir haben nach Mitternacht. Was machst du denn eigentlich da? Was ist das? Eine Alarmanlage. Wie modern. Ein Graben mit Krokodilen würde zu diesem Haus besser passen. Okay. Können wir da rein? Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Das wäre der Ort, wo ich mich verstecken würde. Das Glas ist mit fettigen Fingerabdrücken übersät. Können wir hier sonst noch was? Können wir duschen gehen? Nö. Das Klo. Ich muss mal pinkeln. Alles klar. Ich habe auch eine Böses. Aufgehängte Jacken. Jemand muss also zu Hause sein. Ruf nochmal. Damit man auch weiß, dass du da bist. Da war doch was. Ich kann irgendwie. Komm schon, da ist was. Da zeigt es mir doch was an und ich kann es nicht nehmen. Weiß nicht, wieso es nicht geht. Hier. Oh. Also die Steuerung ist ja echt krass. Ich liebe Motorräder, aber ich habe nie den Mut gehabt zu fahren. Besonders weil Daniel mich darauf hingewiesen hat, wie gefährlich es ist. Ja. Alte Metallkiste. Eine rostige alte Metallkiste, die verschlossen ist. Können wir die Aha. betrachten und wie Sicherungen. Können wir die benutzen? Uh-uh. So komme ich nicht weiter. Hier ist der Boiler. Er hat keinen Strom wie der Rest des Hauses. Bedienungsanleitung für Boiler. Oberes Bedienungsfeld. Abschalten, drücken Sie den linken Knopf. Start, drücken Sie den mittleren Kopf. Blablabla. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Das ist ja wahnsinnig interessant. Ah, ich komme nicht klar, hey.
So, in diesem Zimmer haben wir auch noch nicht alles angeschaut. Da sind wir hergekommen. Ich kann das nicht öffnen, es ist von innen verriegelt. Okay. Hä? Was ist mit Q? Inventar. Ah! Ein Inventar. Was ist denn das hier? Diese blöden Duftkerzen und eben diese Metallkiste. Ah, okay. Und Schlüssel haben wir keinen. Also müssen wir hier wieder raus. Mein lieber, exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hingelegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Okay. Seine Büro, oberste Schublade. Können wir hier Kerzen anzünden? Kann ich da irgendwie... Ah, hier, wenn ich hochschaue. The Death Marshes. Es wurde von den Gefangenentransporten im Zweiten Weltkrieg inspiriert. Es wurde nicht in meinem Haus aufhängen. Ich würde es nicht in meinem Haus aufhängen. Ist hier alte Familien, alte Fotos von Familienausflügen und dergleichen. Ein Haufen Koffer. Selbst für eine lange Reise ein bisschen viel Gepäck, aber ich glaube nicht, dass sie umziehen. Hier rein? Tatsächlich. Ich habe ein solches Telefon seit Jahren nicht mehr gesehen, seitdem wir das alte Haus meiner Eltern verkauft haben. Romane, die Hauscher selbst geschrieben hat. Ich würde mich selbst nicht als Fan bezeichnen, aber seine Bücher machen süchtig. Da ist überall Ruß. Vielleicht kann ich das irgendwie anzünden. Das fände ich doch eine gute Idee. Ich habe nie verstanden, warum Menschen wehrlose Tiere zum Sport töten. Alles klar. Also ich muss die Kamera drehen. Also wenn ich so runter mache mit der Maus, dann kann ich diese Sachen anklicken. Geschichtsmagazin. Ich habe ein paar von denen sogar abonniert. Sind wir denn jetzt in seinem Büro? Eine verwelkte Pflanze. Manchmal passiert das mit meinen, wenn ich in der Galerie viel los ist. Ja, das passiert mir eben auch. Bei mir gehen noch Kakteen kaputt. Ich sehe nichts. Kann ich denn nicht irgendwie... Moment, kann ich irgendwie die Kamera drehen? Spiel, Moment. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was... Film kommt herrlich... Nee. Das muss so sein. Weiter. Aber das ist echt... Man kann sich es gar nicht richtig anschauen. Hier ist noch was. Der Anblick einer solchen Menge an Flaschen erinnert mich an Daniel. Und unfreundliche Zeiten. Ein Klavier. Als kleines Mädchen habe ich auf so einem gespielt. Die Schnitzereien auf der Schachfiguren sind exquisit. Aber das ist wahrscheinlich nicht sein Büro, ne? Das ist sonst so ein Zimmer. Gute Musik mit gutem Wein unter anderen Umständen. Sind wir jetzt, weiß ich gar nicht, sind wir hier reingekommen? Nee. Oh. Porzellanfrüchte, Kerzenständer, englisches Teegeschirr, alles sehr alt und verstaubt. Geschirr und Bücher im selben kleinen Schrank. Eine sonderbare Anordnung. Also ich glaube, ich lese da nicht mehr alles vor. Oder muss ich das? Alte Familienfotos in Schwarz-Weiß. Schau in den Spiegel. Ich kann nichts erkennen, es ist ganz verschmutzt. Ah, ich will immer irgendwie drehen.
Diese Tür ist verschlossen, okay. Wir müssen sein Büro finden, damit wir vielleicht diesen Schlüssel kriegen, den sie ihm da platziert hat. Man verliert irgendwie so die Orientierung. Jedenfalls ich. Geschirr. Was ist das hier? Oh! Streichholzschachtel. Nur eine gewöhnliche Streichholzschachtel. Aber das nehmen wir mit. Die habe ich jetzt eingepackt, oder? Wie habe ich das von Miku? Ich kann es gar nicht... Komm nicht so ins Inventar. Moment, da war doch noch eine Türe. Da war ich noch nicht, oder? Hier. Die Küche. Da ist etwas auf dem Tisch. Schauen wir uns gleich an. Ein Bild von Saul. Vom jüngsten Kind. Oh Gott. Okay. Also das, ja. Hätte ich jetzt vielleicht nicht aufgehangen. Das Wasser ist unter dem Waschbecken ausgetreten. Genau, da liegt ein Kabel. Hm. Kann ich denn das... Mit Kuh, aber ich habe ja nichts zum Putzen. Das bringt mir jetzt auch nichts. Also können wir dann irgendwie mal wegräumen wahrscheinlich. Es ist noch etwas Kaffee in der Kanne übrig. So, das da hier. Ring. Okay, nehmen wir mit. Es scheinen alte Kochbücher zu sein. Soweit ich das beurteilen kann, sind sie auf Russisch geschrieben. Tausende Türen, da finde ich nie wieder raus. Speisekammer. Hallo? Konserven, Cornflakes, eine große Auswahl an haltbaren Lebensmitteln. Hundefutter. Ölkanister. Nehmen wir mit. Also lohnt es sich da schon alles genau anzuschauen. Oh! Hä? An Türen lauschen. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte die Maustaste gedrückt. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Die Umgebung erkunden. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Ach so. In einigen Fällen kann es auch erforderlich sein, diese an andere Türen zu tun. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke M. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirf daher ab und zu einen Blick auf die Karte. Ah, das ist ja schon mal was. Cool. M. Da stehen wir in der Küche, das sehen wir. Esszimmer waren wir, Wohnzimmer waren wir. Und dann sind diese Symbole, habe ich vielleicht was vergessen da im Wohnzimmer. Also gehen wir mal gucken. Gehen wir hier raus. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Da muss ich, glaube ich, hier lang. Da müsste das Wohnzimmer. Moment. Ja. Ach Gott, ey. Ich hasse es. Das geht gar nicht. Das ist doch absolut blöd mit dieser Steuerung. Jetzt stehe ich drin. Also müsste das jetzt rechts von mir. Habe ich irgendwie, wenn ich das richtig sehe, das Zahnrad, irgendwie was übersehen. Romane, das hatten wir.
Q, jetzt kann ich hier Q drücken. Kann ich den jetzt vielleicht... Kann ich das benutzen? Wenn ich einen Kamin anzünden will, brauche ich eine Art Brennschli... Ja. Ach so, okay, dann müssen wir irgendwie noch was suchen. Da hinten waren wir noch nicht. Okay. Der Schlüssel muss da sein. Dort hinten. Hinter der Treppe müsste... Bin ich jetzt schon wieder? Meine Fresse! Bibliothek, ich gehe zurück, raus. Okay. Nee, will doch nicht sein. Nee, jetzt sind... Da waren wir noch nicht. Hier! Ein Olivetti aus den 40er Jahren. Hausschaut altmodisch, auch wenn es um seine Arbeit geht. Obwohl ich zugeben muss, dass es ansprechend ist. Warte mal, ist das sein Büro? Wir schauen gleich den Rest und dann sollte doch hier der Schlüssel sein. Ja, ich sehe einen Schlüssel in der Schublade, aber sie klemmt. Ich muss sie irgendwie schmieren. Mach mal. Dieses Öl hat einwandfrei funktioniert. Okay, nehmen wir mit. Japanische Schwerter. Beide sehen authentisch aus. Ich könnte sie mir sogar als Museumsstücke vorstellen. Ich kann der Versuchung kaum widerstehen, eines dieser Bücher mitzunehmen. Wörterbucher. Bücher. Bucher. Atlanen und Handbücher in verschiedenen Sprachen. Es scheint, als würde Hauscher akribisch recherchieren, bevor er schreibt. Hoffentlich. Makabre Erzählungen, Kriminalromane und Psycho von Robert Bloch, bezaubernd. Okay. Jetzt haben wir jedenfalls schon mal diesen Schlüssel. Hä? Ich dachte, es gibt keinen Strom hier. Hallo? Klar gehen wir ran. Hat sich wie ein Kind angehört. Ist der im Haus? Jetzt muss ich mal kurz hier beim Ton die Sprachlautstärke ein bisschen lauter machen, damit man das dann auch versteht. Weiter. Also. So, hier sind, glaube ich, noch. Kommen wir vielleicht rein, da war doch vorhin abgeschlossen, oder nicht? Hier? Nee, nicht falsch. Da kommen wir wieder zurück in die, glaube ich... Gott. Wieso kommt dieses Herz raus nicht? Ich mach mal jetzt noch ein bisschen lauter. Das wäre mega schade. So, wenn man es noch nicht hört. Da war doch jetzt da vorhin eine Tür noch verschlossen, die waren da unten. Das nee. Ach so, das draußen. Okay, Garage. Müssen wir hochgehen? Ich weiß nicht, ob wir hochgehen wollen. Okay. I should take a look on this floor first. Ja.
Wir sollten zuerst auf dieser Etage bleiben. Jetzt gehe ich mal raus, ne? Die Veranda haben wir ja noch nicht angeschaut. Dass wir das... Oh. Doch, da habe ich doch alles angeguckt, oder? So, wir gehen wieder. Nee. Jetzt habe ich Herzschlag. Wieso? Da waren wir da auf der linken Seite. Wie komme ich denn auf die blöde Terrasse? Das geht hier gar nicht. Wir müssen wieder rein. Was habe ich denn jetzt übersehen? So, wir sind drin. Garage waren wir. Küche waren wir vielleicht. Ah, da hinten noch. Da ist noch eine Türe. Sind wir da überhaupt durchgelaufen? Ach so, ja. Nicht. Also mit der Steuerung kann ich mich gar nicht anfreunden. So, zum Zuschauen sieht es natürlich schon mega schön. Also die Kameraführung ist von daher natürlich cool. Aber zum Spielen dann auch, wenn die Dingens da wechseln. Ich glaube, ich muss hier in die Küche. Genau. Das wäre die Türe, ne? Anderen Schlüssel benutzen. Mhm. Alles klar. Ach komm, wir hören erst. Ach, wir hören nichts. Hallo? Was sind wir hier? Als Mädchen bin ich immer in leere Schränke wie diese geklettert und habe Verstecken gespielt. Ein Haufen Gegenstände kreuz und quer übereinander gestapelt. Es ist unmöglich durchzukommen. Alles klar. Oh je. Hier das Holz für das Schmine. Wir sagen Schmine in der Schweiz. Kamin. Ach, cool. Jetzt gehen wir mal das anzünden. Schlag. Das mag das Nest. Das ist nie gut. Das war, glaube ich, hier, ne? Noch nicht. Oder? Hier. Doch. So. Jetzt hier. Das Holz benutzen. Yes. Okay, und dann denke ich, dass wir das mit einem Streichholz... Ich schätze, ich würde alle Streichhölzer verbrauchen, bevor ich das schaffe, in Wald anzünden. Können wir das? Dann brauche ich noch irgendwie Papierzeugs. Okay, dann geht das noch nicht. Mist. Da hinten. Was ist es da durchgestrichen? Liegt auch noch ein Schlüssel. Da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Da oben neben dem Esszimmer. Ich will wahrscheinlich irgendwo was übersehen. Vielleicht komme ich jetzt hier auch rein. Dieser Schlüssel passt. Okay. Ja, das ist immer gut. Schraubenzieher. Packen wir ein.
Zigarettenbüchergläserling. Okay. Was soll das? Der Geruch von Tabakschädel, Waffen an der Wand. Ich glaube, deshalb fühlt sich der Raum für mich so trostlos an. Julia, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair, ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Schreibt so. Boah. Okay. Seltsame Tür. Hallöchen. Daniel. Is that you? Okay, okay, okay. Weg war sie und tot. Sophies Geschichte hatte ein jähes Ende. Alles Klärchen. Achte darauf, dass du deine Aktion sorgfältig abstimmst, um eine Tür zuzuhalten. Ja. So, ich glaube, es ist eh gerade okay. Also ich muss gerade ehrlich sagen, also so gepackt hat mich das Spiel nicht. Ich habe echt Mühe mit der Steuerung. Das finde ich sehr schade. Das ist irgendwie so... Weiß nicht. Das andere, ich finde es schön zum Anschauen. Die Kameraführung ist echt cool. Aber man merkt, ich weiß nicht, ob das Spiel vor, ist ja schon länger draußen. Und ich glaube, für Konsole kann das sein. Und das ist ja eigentlich auch überarbeitet alles. Ich glaube, ich habe gelesen 2016. Und da haben sie grafisch haben sie das Spiel überarbeitet etc. Aber jetzt, das hat mich jetzt hier nicht in dieser halben Stunde so gepackt, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt mehr erfahren. Klar, es ist jetzt nur One-Shot, ihr seht das, es ist einfach ein Teil, das man spielen kann. Es ist noch nicht mit Vorgeschichte, dass man da wirklich reinfindet. Jetzt, so für mich reicht es jetzt, der erste Eindruck. Da ich das Spiel aber eh bekommen habe, werde ich auf jeden Fall, wenn es komplett released ist, ich glaube am 31. Oktober wird das so sein, werde ich da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber im jetzigen Zeitpunkt... ja, ist das nicht so das, was ich mir jetzt da ehrlich gesagt erhofft habe. Aber immerhin, so einen kleinen Eindruck, wir wollen uns nicht täuschen lassen von solch einer kurzen Zeit. Der Schein trügt vielleicht da auch und wird sicher im weiteren Spielverlauf auch noch sehr spannend werden. Jedenfalls war schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.